In den Nachrichten hört man immer wieder von Unfällen und Pannen, die bei Tests mit selbstfahrenden Autos passieren. Das lässt viele Leute an dieser neuen Technik zweifeln. Ich persönlich halte selbstfahrende Autos ebenfalls für bedenklich. Mir fehlt die nötige Sicherheit beim Autofahren. Deshalb glaube ich nicht, dass selbstfahrende Autos schon bereit für den täglichen Straßenverkehr sind. Außerdem fahre ich gerne selbst Auto. Besonders vor der Arbeit nutze ich das Autofahren, um noch ein wenig Ruhe und Zeit für mich zu haben. Und wie viele Leute können sich eigentlich ein selbstfahrendes Auto leisten? Bis selbstfahrende Autos sicher und für alle bezahlbar sind, wird noch einige Zeit vergehen. Meiner Meinung nach gibt es viele andere Möglichkeiten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, beispielsweise ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Ich denke, somit lassen sich viele Unfälle verhindern. Auch der Kohlendioxidausstoß kann dadurch vielleicht verringert werden. Generell sollte man immer wieder Bewusstsein dafür schaffen, dass viele Unfälle schon vermieden werden können, wenn man aufmerksam ist und im Auto nicht telefoniert oder SMS schreibt. Du rockst dir Telefon, ich weiß, du schaffst das mit deiner Power und viel Spaß. Du bist bereit, jetzt leg los. Mit deinem Wissen geht's ganz groß. Du hast gelernt, Tag für Tag. Jetzt kommt der Moment, den jeder mag. Die Prüfung ist da.